Hallo, Christ. Und du hast das Wetter dazu bekommen, dass das du verdienst. Ja, ich weiß das Wetter. Nur mit Hilfe des Ministerpräsidenten sind sie nicht die Letzte. Weil er kommt noch. Echt? Alle Gäste. Echt? Aber ich bin jetzt am Überlegen, ob mein Auto noch rum. Nein, dann sind sie zu spät. Dieses Zitat stammt aus einer Zeitschrift von Frau Marie von Waldburg.
Farbe ist die bunte und im Bereich halt die Homepage. Lieber Herr Kuchenreiter, der deutsche Filmball wird immer mit deinem Namen verbunden bleiben. Nun, liebe Frau Kuchenreiter, es ist eine Formel, die schon etwas abgedroschen klingt, aber sie stimmt. Ich muss als Ministerpräsident für die Wahrheit aussprechen, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht. Das kann ich aus eigenem Wissen sagen. Eine sehr starke Frau. Und sie stehen in guten, aber auch in schweren Tagen an der Seite ihres Mannes. Und sie sind seit vielen Jahrzehnten, ich glaube, seine eigentliche. Ich sage Respekt und Anerkennung für diese Rückendeckung. Ich danke Ihnen, dass Sie ihn nicht daran gehindert haben, das zu tun für unser Land, was Sie getan haben. Vielen Dank. Das war mal ein zum Nachschlag für mich. Als
man denkt so, man hat so viel gemacht im Leben und hat alles schon erlebt und man ist abgebrüht und das kann einem nichts mehr überraschen. Ja. Und ihr habt es geschafft, mich zu überraschen. Es war total kein Mensch, also es hat geredet oder sowas. Ich wusste dann von einer Person, dass die heute kommt und ich denke mir, was tust du denn, wo bist du eingeladen? Gestern am Telefon, das war das Einzige, was durchgedrungen ist. Und dann bin ich hier auf die Treppe gekommen und war fertig und bin jetzt dann die Tür aufgegeben und jetzt bin ich ganz fertig. Also ich, bei so einer Gelegenheit danke ich natürlich. Ja, ich danke den mir Unbekannten, die mich ja für diese Auszeichnung vorgeschlagen haben. Ja, das erfährt man ja nicht. Ja. Es ist gar nicht so schlecht. Und wenn ich so denke, wenn man so wie ich angefangen habe als junger Spund da im Verbandsleben und in der Filmpolitik, da war in Ordnung, das war was Exotisches, ja, das war so ein Modestück, was sich ältere Herrschaften, ältere Herren ans Gewehr geheftet haben zur Dekoration und das war es dann schon. Ja. Und dann erst im Lauf eines Arbeitslebens, ja, wenn man also das so wirklich ehrenamtlich macht, wenn man Dank sowieso nicht kriegt, das wissen wir ja von Verbandsmitgliedern oder so, auch bei der Politik, du kriegst da keinen Dank mehr. Und wenn man dann noch einiges erreicht und so und dann viel mitmacht und dann diese Leistung dann anerkannt wird vom Staat, ja, dann wandelt sich die Einstellung zu einer Auszeichnung, zu einem Orden. Und ich kann heute also sehr, sehr stolz bin, diesen Orden bekommen zu haben. Ja, auch den Bayerischen Verdienstorden. Ja, also das ist das Höchste. Ich sage immer, das kann man sich nicht kaufen. Ja, man kann die vielen Leben erwerben oder sowas, aber das musst du dir verdienen. Und wenn das anerkannt wird, dann ist das für mich persönlich eine ganz große Ehre. So, jetzt Funktionen, Frau Kerschbauer, weiß ich. Danke auch für, das muss ich auch noch sagen, für die politische Unterstützung. Ja, ohne die meine Arbeit in den letzten 30, 40 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nicht hier, also einmal die Wurzeln hier in Bayern gehabt hätte, ja, wenn ich eben von der bayerischen Politik die Unterstützung gehabt hätte, ein offenes Ohr. Und wenn ich denke, was wir alles erreicht haben, hier sitzen viele, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die mir geholfen haben, wenn ich anbieten kann. Und dafür danke ich auch sehr herzlich. Und wie gesagt, ihr werdet mich nicht los, ja, ich werde weiterarbeiten, ja, an verschiedenen Stellen, nicht mehr ganz oben, aber so im Hintergrund, wo ich es kann. Und da hoffe ich auf eure Unterstützung, ja. Ich danke für euch allen für eure Freundschaft, ja. Also hier sind lauter liebe Menschen, lauter Menschen, die den Weg mit mir gegangen sind und wo ich auch stolz und froh bin, euch zu kennen einfach, ja. Das zeigt sich heute an einem normalen Werktag, ja, und hier die Symphoniker. Ja, ich habe es gerade dem Ministerpräsidenten gesagt, das sind ja Amateure, das ist ja nicht so, dass das der Beruf ist oder so, sondern die mussten sich wahrscheinlich alle freiwillig oder extra proben und dann an einem normalen Werktag hier aufzuspielen. Also das Herz ist mir übergegangen, gegen ihn noch über. Ja. Also, ihr werdet mich nicht los, ich freue mich drauf, euch bei allen Gelegenheiten zu trainieren und politischen Veranstaltungen und im Kino überhaupt euch zu sehen. Und in diesem Sinne, Dankeschön.